Lena war das und ich erinnere mich, dass das ein Grand Prix-Gewinner war. Mhm. In unserer beliebten Serie Wir müssen reden hat nämlich Conny vorgeschlagen, dass wir heute über den Grand Prix bzw. wie er jetzt Eurovision Song Contest genannt wird. Über den sollen wir reden, da stolper ich noch ein bisschen. Grand Prix war doch so schön, Mensch. Als noch Dana 1970 gesungen hat, All Kinds of Everything Remind Me of You, dann erinnere ich natürlich noch an den guten alten Udo Jürgens oder an Katja Epstein. Das waren noch Grand Prix-Größen. Christian Bruhn hat all diese Sachen geschrieben und natürlich immer wieder Ralf Siegel. Ja, und ich bin dann eingestiegen genau danach, nämlich mit Stefan Raab und Gildo Horn zum Beispiel, 98. Also das war mein erstes Album quasi von Gildo. Hat der ein ganzes Album gemacht mit einem Song? Ja, quasi. Ich glaube, ich habe auch nur immer den einen Song gehört, aber ist auch gut. In jedem Fall gibt es einen neuen Song. Unser Song für Rotterdam. Sie merken, wie erregt Conny langsam wird. Ja, tatsächlich. Ich bin ja großer Fan, großer Fan. Und niemand nennt mich Conny, by the way, aber gut. In jedem Fall... Konstantin. Du darfst alles. In jedem Fall ist Ben Dolic unser Kandidat. Konstantin. Nicht alles, was beim ESC antritt, ist jetzt unbedingt radiotauglich. Dieser Song aber schon. Er macht Spaß auf alle Fälle. Ich bin sehr zufrieden. Radiotauglich ist er definitiv. Ob er Grand Prix-tauglich ist, wird man noch sehen. Doch, ich glaube schon, dass das was werden kann. Er ist so ein bisschen unter dem Motto, finde ich, entstanden. Wir können sowas auch. Das hört sich nämlich an wie das, was alle können. Ja, nein, das könnte ein schwedischer Beitrag sein, das stimmt, aber die sind immer super dabei. Ja, okay. Nein, nee, Englisch bloß nicht, die sind einfach super schlecht, die sind jedes Jahr auf dem letzten Platz so ungefähr. Gut, also wir machen mal was Schwedisches, weil wir ja auch zeigen können, dass wir als Deutsche in Schweden gewinnen können. Wir sind noch wer? Ben Dolic, Violent Thing. Got that thing that I can't deny. Violent Thing. Oh, unser Song für Lissabon. Lissabon, sag ich schon, Rotterdam. Ist doch wurscht, hat keiner gemerkt. Gut, ich trinke hier auch übrigens gerade einen Liter Sekt nebenher. Violent Thing, also das gewalttätig war das Ding nicht, aber gewaltig war es auch nicht. Müssen wir Grand Prix-Geschichte hören? Also ja. Nicole, an die wir uns ja alle erinnern, ein bisschen Frieden, die habe ich damals in der guten alten Zeit noch mit der Kamera vom Flugzeug abgeholt, wie sie von ihrem Grand Prix-Gewinn nach Hause gekommen ist. Da waren wir live mit den Kameras. Ich habe sie begrüßt und neben mir im Studio saß ihre Oma. Aber das ist nicht die lustige Nicole-Geschichte. Ich habe sie neulich, weil ich ja jetzt in den Spuren von Dieter Thomas Heck unterwegs bin, habe ich neulich so eine Schlagershow gemacht. Da war Nicole dabei. Man probt das immer Nachmittag. Und da saßen immer... Du probst was? Das ist ja neu. Da sitzen dann immer fremde Menschen, die man nie im Leben gesehen hat. Und die haben dann immer Schilder um den Hals hängen am Nachmittag. Und da saß eine, nette ältere Dame mit einem Schild Nicole und dann saß einer mit dem Schild Heino. Aber sie schaffen das auch nie bei den Proben, dass dann Männer mit Heino und Frauen mit Nicole da sitzen. Meistens sitzen dann da Kerle, wo Nicole am Hals steht. Aber da saß eine ältere Dame und ich mache immer meinen Blödsinn natürlich mit diesen Kandidaten. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, du als Nicole, da haben sie dir aber auch keinen Gefallen getan. Was machst du im wirklichen Leben? Ich bin Nicole. Hat die schon geprobt? Wirklich? Oh Gott. Hab mich aber bei ihr entschuldigt. Oh Gott. Ja, du siehst, das hat man davon, wenn man so ist wie du. Und du bist leider ein bisschen so wie ich, in deinen guten Momenten. Ja, das ist, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich trinke weiter Sekt und du erzählst mal was über den nächsten Song, den hast du mitgebracht. Nathaniel irgendwas. Ja, Daniel Radcliffe, den jubel euch ja eigentlich immer irgendwo rein. Der singt nämlich mit einigen Herrschaften, die sich Nachtschweiß nennen. The Night Sweat. Daniel Radcliffe and The Night Sweat. Ich mach mir Sorgen um dich. You worry me. Heiko Leuchs aus Mannheim. Ich liebe dich. Es ist so. Pass auf, Heiko hat im Keller ein altes Jugendmagazin gefunden, eine Ausgabe der Popcorn von 1981. Darin die Rubrik Thomas ist mein Freund. Du warst der Kummerkastenonkel und hast auf Probleme von Teenagern geantwortet. Und wir wollen ein Spiel spielen. Ich nenne es Antworten, Antworten. Ich lese eine Leserfrage vor von damals und du antwortest einfach das, was du damals geantwortet hast oder vielleicht auch das, was du heute antworten würdest. Oh, ich habe mal für Mädchen meine Kolumne geschrieben, das weiß ich noch. Ich war ja mal so ein richtiger Hahn im Korb oder ein Hecht im Karpfenteich. Aber, dass ich für Popcorn was geschrieben habe, ist mir neu, aber kann gut sein. Ich habe auch einen Bravo-Roman geschrieben, also ich stehe ja zum Untaten. Das haben wir gehört im Podcast Potschalk mit Nicola Müntefering und dir zum Beispiel. So, pass auf. Janine A. hat gefragt, lieber Thomas, ich bin 14,5 Jahre alt und mein Freund 15,5.
Der ist super cool und ich bin total verknallt in ihn. Als er kürzlich bei mir im Zimmer war, saßen wir eng beieinander und er hat meine Hand gehalten. Plötzlich kam mein Vater rein und hat das gesehen. Später hat er geschimpft und meinte, wenn er mich noch einmal so erwischt, dann darf ich mich nie mehr mit meinem Freund treffen. Er meint, solche Sachen dürfe man erst mit 18. Was meinst du, bin ich wirklich zu jung oder mein Vater zu streng? Was hast du geantwortet? Mach doch mal einen Schwangerschaftstest vielleicht. Nee, so durch warst du damals noch nicht. Ja, genau. Nein, ich habe geschrieben, versetz dich doch mal in die Rolle deines Vaters. Mhm. Er weiß ja nicht, wie gut er dich erzogen hat. Und wer die rechte Hand nimmt, der nimmt irgendwann auch die linke. Und dann weiß man ja nie, wohin die Hände gehen. Mhm. So, also keine Ahnung. Das ist nicht schlecht. Willst du vorlesen? Guck, ich habe die Antwort für dich. Echt? Hier. Ja? Hat er das hast du gefunden? Ja, das liebe Janine, dein Vater handelt offenbar nach dem Motto, wehret den Anfängen. Principis obster, wie wir Lateiner sagen. Gegen das Händchenhalten ist eigentlich auch dann nichts zu sagen, wenn man erst 14 ist. Aber er hatte wohl Bedenken, dass es dabei nicht bleiben würde. Ich rate zu einer Aussprache statt der gegenseitigen Verdächtigungen. Das ist sehr salomonisch, das hat dem Kind aber sicher nicht geholfen. Papa, ich möchte eine Aussprache mit dir. Ich verspreche dir, es wird dabei bleiben. Wir halten nur Händchen, mal die rechte, mal die linke. Jetzt musst du mir aber auch irgendetwas verraten. Schließlich ist das eine Aussprache unter vier Augen. Ich habe noch eins. Harald B., klasse, damals klassischer 15-Jähriger 1981, der Harald heißt. Mir geht es nur um Sex. Lieber Thomas, ich habe ein Problem, das vielleicht komisch klingt. Bei mir dreht sich in puncto Mädchen alles um das Sexuelle. Ich war schon öfter verliebt und habe dann Petting gemacht. Hinterher finde ich die Situation total bescheuert und hätte das Mädchen am liebsten nie wieder gesehen. Erst schwärme ich für sie und wenn ich sie dann habe, finde ich sie gar nicht mehr gut. Bin ich irgendwie krank? Das hat echt ein 15-Jähriger geschrieben? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich hat sich das irgendjemand ausgedacht, um jemandem zu helfen oder den 15-Jährigen. Aber vielleicht. Und ich habe darauf geantwortet. Du hast darauf geantwortet. Naja. Was wohl? Lieber Harald, was hast du geschrieben? Wie geht's weiter? Bevor du mit dem Petting anfängst, schau dir doch ins Gesicht. Nein. Was? Guck, da ist die Antwort. Hier. Krank bist du sicher nicht. Lieber Harald, habe ich geschrieben. Krank bist du sicher nicht, falls du nicht Schmidt heißt. Du traust dich nur, das auszusprechen, was andere nicht zugeben wollen. Nämlich, dass sie manche Mädchen nur aus sexuellen Gründen kennenlernen wollen. Was dann bleibt, ist jenes schale Gefühl, das du schilderst. Hauptproblem ist, dass du verknallt bist und du verknallst dich zu schnell. Von echter Liebe ist nicht die Bohne vorhanden. Du hast das Richtige einfach noch nicht getroffen. Oder die Richtige, völlig richtig. Ich rate dir aber davon ab, dich zu ihr durchzufummeln, denn auf diesem Weg wirst du ihr kaum begegnen. Och, damals hatte ich irgendwie noch mehr Menschlichkeit in mir. Heute rotze ich das so weg. Ich sollte dich vielleicht auch anders behandeln. Du zynischer alter Mann. Nein, nein, nein. Ich weiß, wenn du in die Pubertät kommst, bin ich auch ganz anders zu dir. Dann werde ich dich da durchlotsen. Cool, freue ich mich schon drauf. 4 bis 8 Jahre, schätze ich. 81 Popcorn im Keller. SWR 3. Gottschalk und Zöller. Gleich wieder mit der Gottschalk-Challenge. Mach dich schon mal bereit, Thomas. Heute gibt es für SWR 3 dann zu gewinnen einen Elch und eine Packung Haarmilch. Augenscheinlich haben ja Haarmilch, Nudeln und Konserven eine große Begehrlichkeit gerade, wie wir am Wochenende in Deutschland... Was hält länger, der Elch oder die Nudeln? Oder die Biomilch? Weiß ich auch nicht, aber die ist behaltbar bis 2020, 19.07. Okay. Kombi wäre am besten Bio-Elch. Ein Bio-Elch, das können wir auch noch dazu legen. In jedem Fall lächeln wir der Hysterie entgegen und spielen um diesen Liter Haarmilch. Wer mitmachen will, muss Tommy auch gleich herausfinden, welche Szene wir gleich spielen, in der du mindestens eine Rolle übernehmen wirst. Dazu jetzt schon vorbereiten, Smartphone raus, die WhatsApp-Nummer 07221 2011 eintippen oder Mail ins Studio auf swr3.de vorbereiten. Tommy? Ich habe den Text bereits in der Hand, egal. Nein, noch nicht Frage, vorlesen. Den Text habe ich, aber egal, welche Frage dazu stellst, die Chancen sind gut, dass der Elch und die Milch weggehen. Ich bin mir absolut sicher, du weißt nicht, welcher Klassiker Weil es ich will ist. Weder Elch noch Milch. Kriege ich, wenn ich gewinne, kriege ich das dann? Den Liter Haarmilch? Ja. Ein Glas vielleicht, okay? Und den Rest geben wir raus, ja? Wir legen los in ziemlich genau 3 Minuten und 8 Sekunden. Cliffhanger. Wir
Wir spielen die Gottschalk-Challenge. Aufgabe für SWR Dreiland und Thomas Gottschalk. Wie heißt der Klassiker, in dem Thomas Gottschalk jetzt Hauptrollen spielen wird? Wer die Lösung weiß, sofort ins Studio mailen. 07221. Wie Klassiker? Ist ein Theaterstück oder was? 2011. Oder? Nein, ist ein Film. Ein Film. Pass auf, du spielst den Dialog mit mir und musst dann auch gleich lösen aus den richtigen Lösungsnachrichten, die bis Thomas die Antwort gegeben haben wird, reinkommen. Wenn er überhaupt drauf kommen wird, das wissen wir noch nicht so genau. Losen wir dann den Gewinner aus. Thomas, du hast den Text bekommen. Deine Parts sind die fettgedruckten, die großen. Du spielst erst einen Reporter und dann einen Millionär. Ich spiele die Millionärs Ehefrau Judy. Und wir haben einen Dackel. Keine Sorge, es ist jetzt kein normaler Dackel, sondern ein ausgebildeter Filmdackel. Es geht los. Du beginnst in der Rolle des Reporters und schwenkst dann selbst über in die Szene und spielst den Milliardär. Ich mache kurz etwas Atmosphäre an und bitte. Es beginnt an einem regnerischen Abend vor etwas mehr als einem Jahr. Unser Held Sherman McCoy wollte einen ganz einfachen Anruf machen, aber obwohl er in einem 6-Millionen-Dollar-Apartment 14 Zimmern über 11 Telefone mit 7 verschiedenen Nummern verfügte, war dies ein Gespräch, das er nicht zu Hause führen konnte. Regieanweisung: Sherman greift die Leine und seinen Dackel. Hab ich dich. Was in aller Welt tust du da? Ich will mit dem Hund Gassi gehen. Nein, du willst nicht mit dem Hund Gassi gehen, du willst mit Marshall Gassi gehen. Marshall hat einen Namen, er gehört zu unserer Familie. Und davon abgesehen, es regnet. Das weiß ich. Ach so, Hund jault. Moment, hab ich hier. Hab ich Hund jault? Hund jault. Oh. So. Und Marshall weiß es auch. Ich glaube nicht, dass er Gassi gehen möchte. Oder, Marshall? Ja, eben. Judy. Also gut, dann wünsche ich dir viel Vergnügen. Hund jault weiter. So, das war diese Szene. Die Frage ist, welcher Film ist es? Bevor du antwortest, gucken wir mal, ob schon eine Lösung reingekommen ist und fragen mal nach bei Maxi an unserer Telefonanlage. Maxi, kam schon was? Leider bisher keine richtige Antwort. Also Lassie war es nicht, obwohl ein Hund gejault hat. Big Lebowski war es auch nicht, weil da kein Hund mitspielt. Heieiei, keine Ahnung. Also der Mann heißt Sherman McCoy. Sherman Oaks kenne ich. Sherman McCoy, The Real McCoy ist, glaube ich... Also ich kann dir noch ein paar Tipps geben. Pass auf. Der Autor hat den gleichen Vornamen wie du, nur kürzer. Thomas Wolfe. Nee. Ja? Ja? Ja, Tom so. Wolfe. Aber gut, das ist kein Film. Ah so, für Thomas Wolfe, ja. Gibt es auch als Film dann eben? Und welcher Film? Welcher Titel? Das ist jetzt ärgerlich. Gut, aber du bist echt gut in solchen Dingen, das muss man sagen. Ah, Moment, der Maxi meldet sich. Maxi, hat es jemand gewusst? Ja? Ja. Wer Janis weiß hat es geschrieben. Last Exit Brooklyn, nee. Na, wer war's? Janis, okay. Aber die Antwort sage ich noch nicht, weil Thomas kam ja noch drauf. Nee, ich, Janis, komm, nimm die Milch, nimm den Elch und hau ab. Aber, komm, hättest du drauf kommen können vielleicht noch. Das Fegefeuer der Eitelkeit. Ah, ja, Bonfire of Vanities hieß das Original. Thomas Wolfe, natürlich. Ein faszinierendes Buch habe ich dazu gelesen. Dieser Film war nämlich vom Unglück verfolgt. Und dieses Buch dazu ist wesentlich spannender als der Film. Da hat zum Beispiel die Dingens mitgespielt. Ach, die Frau von Banderas, die Tochter von der Tippi Hedren, die mit die war mit Don Johnson verheiratet. Melanie Griffith. Und Melanie Griffith hat sich in diesem Film die Lippen operieren lassen oder den Busen ausstoffieren lassen und hat dann nicht mehr so ausgesehen, wie sie bei den ersten Szenen ausgesehen. Der Regisseur ist wirklich verzweifelt. Also die Geschichte zum Drehen The Bonfire Vanities, die ist besser als der Film. Aber ich habe versagt. Ja, Thomas Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten hätte ich, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, hätte ich darauf kommen müssen. Ich glaube, wir hatten auch einen Grund, warum, den reichen wir nach, warum wir heute ausgerechnet über diesen Film gesprochen haben. Danke, Thomas! Children growing, women producing, men go working, some do steal, everyone's got to make a... Jetzt ist es wieder da. Ein Tom Wolfe. Schockende. Wäre heute 90 geworden. Deswegen haben wir gerade dieses Spiel gespielt, ist aber schon tot. So, jetzt kommst du mit dem Song. Apropos. Ich entschuldige mich bei den beiden Anglisten, die uns eventuell zuhören, und bei den 7 Intellektuellen, die Thomas Wolfe gelesen haben. Aber ich bin tief frustriert. Hätte ich wissen können, wissen müssen. Ich habe vor kurzem Platten einsortiert und werde mich jetzt trösten mit einem Song, den ich dabei gefunden habe. Gegen Ende des Alphabetes wird es ja etwas eng. Also bei Y habe ich dann nur Yes stehen und bei Z steht Frank Zappa. Aber bei W habe ich 2 LPs gefunden. Ich glaube, mehr hat die Gruppe auch nicht gemacht. Warrant. Glam Metal. Sowas gab es mal. Das waren sehr gut gekämmte Burschen, die sehr hübsch geföhnt waren. Und die haben überraschend gute Musik gemacht.
ein Titel davon, eine Rockballade. Hier ist Warrant mit Heaven. Die Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, ist doch ein guter Song, oder? Unglaublich. Warum glaube ich dir kein Wort? So, komm, du bist dran, du hast einen Song mitgebracht. Ich? Ja, weil ich natürlich, ich weiß nicht, was die Jonas Brothers in 10 Jahren tun, ob die im Heim sind oder ich weiß auch nicht. Aber bei Pink habe ich große Hoffnung, dass die langfristig unterwegs ist. Die ist sie toll. Ja schon. Ja, na gut, ich meine, wir blicken noch nach vorne. Also der Frau gebe ich eine große Zukunft, weil sie A, ein toller Typ ist. Die ist mit beiden Beinen am Boden. Ich glaube, die Jonas Brothers haben wahrscheinlich 7 Publicists und 8 Manager. Und die Pink, die rennt immer mit ihrem Kind durch Malibu und weiß nicht recht, wo es hingeht. Die ist klasse und hier ist sie mit Just Give Me A Reason. Von Thomas Gottschalk mitgebracht. Pink, Just Give Me A Reason. Ja, ich bin Pink-Fan, ich oute mich. Auch wenn sie jedes Mal, wenn sie mich sieht, nennt sie mich fucking Thomas. Das ist nicht nett. Klar, warum? Einfach so. Klar, einfach warum? So. Einfach so. Übernehme ich. Fucking Thomas, hast du eine Geschichte zu Bon Jovi? Fucking Bon Jovi. Fucking Bon Jovi? Ja, John Bon Jovi, na gut, der hat's auch nicht einfach. Das ist natürlich so ein Rocker im mittleren Tempobereich, der eigentlich immer vorher in den Spiegel guckt, bevor er auf die Bühne geht. Das ist ein bisschen so wie du. Und ich hab einen Kumpel, der nennt immer so weichgespülte Rockmusik immer Sachbearbeiterinnen-Rock. Ohne Sachbearbeiterinnen jetzt an dieser Stelle beleidigen zu wollen, aber so, er sagt immer, das fand ich immer sehr schön, wenn er sagt, also wenn so eine Gabi einfach mal richtig wild steil gehen will, dann sagt sie, oh, heute bin ich verrückt, heute machen wir was von Bon Jovi an. Ja, und dann ja, ist das Sachbearbeiterinnen-Rock. Zu meiner Zeit haben die Bon Jovi gehört und sind auch wie heißt dieser Zauberer, der fliegen konnte, da von der Dingens, von der... Zauberer, der fliegen konnte, ich kann dir nicht folgen. Ja, freilich. Einmal mehr. Du weißt immer, David Copperfield, wir haben ja hier einen Einsager, Gott sei Dank. Zum Glück. David Copperfield, ja. Also am Wochenende gehen wir mal zu David Copperfield und sonst hören wir Bon Jovi. Ich kenne aber nichts gegen diese Frauen. Ich habe jahrelang moderiert. Das war, glaube ich, von GH, von dieser Füllerfirma. Die haben immer die Sekretärin des Jahres gesucht in Hannover. Das war eine tolle Veranstaltung. 700 Frauen, ein Mann und... Aber es gibt auch tolle andere Füllermarken wie John Bon Jovi war Lamy oder ja, Pelikan, Mont Blanc. Es war Pelikan, fällt mir gerade ein. Oh, na toll. Es war nicht GH. Mein Schulfreund Pelikan. So, also John Bon Jovi, ja, wie gesagt... Hast du ihn mal getroffen, ist die Frage. Ja, laufend. Ich meine, aber er sah immer besser aus als ich, deswegen habe ich ihn nie so gemocht, aber immer 2 Köpfe kleiner. Singt wesentlich besser. Und hier ist er wieder. John Bon Jovi singt. Neuer Song übrigens, Limitless. Verkehrsservice ja, um 4 Minuten nach halb voraus. Ich kann es nicht lassen. Ja, ich ja. Hab alles trotzdem schon gehört. Oi, John Bon Jovi oder Bon Jovi, Limitless in SWR3. Ein Wetter gibt's von Thomas Gottschalk. Echt? Okay, das gleiche von vorher. Ja, das kennen die Leute doch schon. Das gleiche, schätze ich. Ich wiederhole mich ungern, aber das Wetter ist immer noch so, wie es war. Von Westen her breitet sich immer noch Regen aus. In den östlichen Landesteilen bleibt es damit noch am längsten trocken. Bis zum Abend wird es aber überall nass. Die Höchstwerte 4 Grad in der Hohen Eifel bis 11 Grad in der Rhein-Neckar-Region. Morgen und Mittwoch vereinzelte Schauer im Bergland als Schnee. Und was haben wir denn aus dem Wettermelderbereich? Am wärmsten ist es bei Hermann Stoffels in Hetzerath. 10 Grad, der einzige im zweistelligen Bereich. Glückwunsch! Hey guys, this is SWR3. Ich bin zu Englisch, findet Georg. Was ist denn ein Update bei den Verkehrsnachrichten, fragt er. Weil ich zu viel Englisch rede, Entschuldigung. Das ist sozusagen eine eilige und schnelle Meldung oder eine Art von Neuinformation. Klasse. Also, dass da welche Idioten auf der Brücke stehen und Steine werfen. Wahrscheinlich berufen sie auch noch auf Jesus, die kommen gerade von der Beichte. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich hoffe Voll nicht. Trottel. Aber hört auf meine Worte, denn ich weiß, was ich sage. Ich habe die nötige sittliche Reife und ich habe auch den Praktikanten an meiner Seite. In diesem Sinne, take it from me. Country-Musik, leider oft unterschätzt, leider unterrepräsentiert bei SWR 3. Da muss was passieren. Bei mir passiert es. Jordan Davis, take it from me. You should blow this off so much.
Habe ich das richtig verstanden? Er erzählt davon, wie seine Lady sein T-Shirt anzieht. Ich habe nicht zugehört. Ich suche hier die neuen Wettermelder. Ich kann das schon selber an meinem kleinen Laptop hier. Jetzt pass mal auf, ich habe auch Musik dabei. Und zwar ist mir aufgefallen, du bringst nie was Deutsches mit. Ist das bewusst? Dabei bin ich mit deutschem Liedgut groß geworden. Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt, aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Ja, ich habe gute deutsche Musik dabei in jedem Fall. Und zwar kommt sie von Provinz. Das ist ein los, Song. Du spielst, wenn die Party vorbei ist. Ja, das hast du sehr gut abgelesen. Thomas, fantastisch. Es geht um dieses Gefühl, wenn man von diesem Partykarussell absteigt und wo alles cool ist und toll ist und dann fällst du zurück in dein normales Leben. Dann steig doch mal ab, du fährst ja immer noch Karussell. Ja, fahr ich auch. Ich trinke ja auch Sekt, weil du auf Detox-Phase bist und ich hier den Alkohol hochhalten muss. Dafür mache ich die trockeneren Witze. Schöne raue Stimmen, das Ganze aus Ravensburg, Provinz, wenn die Party vorbei ist. Ey, ich komm noch vorbei, wahrscheinlich. Alles Gute, Chris Martin. Coldplay, Yellow hier in SWR3, Gottschalk und Zöller. Zum Ende der Show müssen wir nochmal die Nachrichten checken, was da so reinkam, was wir nächste Woche genauso machen und uns absolut nicht verbessern. 0722120111. Pass auf, der Nick hat geschrieben, er sitzt in der Universitätsbibliothek in Wuppertal und er lernt. Der einzige Intellektuelle, der zugehört hat. Er lernt Spanisch-Grammatik. Thomas Wolf. Ja, auch das, er lässt uns dazwischen quatschen und das ohne Prädikat pädagogisch wertvoll. Ich glaube, es war doch Kritik am Ende des Tages. Dann hat Melanie geschrieben, sie hat sich beschwert, weil wir haben diesen jaulenden Hund eingespielt. Haben wir noch einen jaulenden Hund? Wir haben extra einen echten genommen, wir haben den ganz schön rumgetreten hier. Ach komm ey. Auf alle Fälle hat sie einen Hund zu Hause und sie hat immer SWR3 laufen, während sie auf der Arbeit ist, damit er nicht jault. Und jetzt haben wir einen jaulenden Hund im Radio gespielt. Was meinst du, was der Hund gemacht hat? Und sie stellt sich das Theater zu Hause vor, während sie im Büro sitzt. Ja, das sind diese Bürohunde. Sollen wir nochmal einen? So, Achtung, nur für den spiel Hund. Mal, spiel mal eine Katze, mal sehen, was der Hund da macht. Ansonsten fragt Karl noch, wie wir so viel Müll von uns geben können. Ja, weiß ich auch nicht. Wir sind Müller. Müller. Und Petra bedankt sich für ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Ach, Petra. Keep on smiling. Keep smiling. Brav wie Deutsche. Ach stimmt, das ist auch nicht auf Deutsch, oder? Oder ist der Text auf Deutsch? Das ja. Jetzt könntest du nächste Woche mitbringen. Tränen zeigt man nicht. Nein, so weit möchte ich nicht gehen. Lieber spielt nicht. Clash, London's Calling. Vielleicht. Nico Santos jetzt, Play with Fire. It's only been about a couple of days. You must have got... Der Zöller säuft. Ich trinke noch immer diesen Prosecco, den ich mitgebracht habe. Er wird aber nicht weniger. Ich muss zwischendrin aufhören, weil ich es gemerkt habe, ehrlich gesagt. Willst du immer noch kein Glas? Ich auch, die Hörer haben es auch gemerkt. Lass mich in Ruhe, vor Weihnachten wird hier... Nee, Quatsch, vor Ostern. Das schaffst du eh nicht bis Weihnachten. Niemals. Der Nikolaus bringt eine Flasche Schnaps mit. Der Osterhase kommt als Schnapshase. Es war mir ein Fest, das war gelogen. Nächste Woche wieder Gottschalk und Zöller. Der lügt. Wenn er trinkt, lügt er. Andere sagen die Wahrheit. Aber nicht mal das kriegt er hin, der Zöller. In diesem Sinne, wir versuchen es nächsten Montag nochmal. Das war nichts heute. Lenny Kravitz, The Chamber.